Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Fiddlebeeslide. So, wir sind wieder an unserem Reaktor am Arbeiten. Und erstmal noch ein Steakfutter nebenbei. Und ja, wir brauchen jetzt erstmal wahrscheinlich ein paar Advanced Heat Vans, um da erstmal ein bisschen weiterzukommen gleich. Und ich weiß jetzt noch gar nicht, wie viele brauchen wir denn eigentlich noch. Also wir brauchen hier 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Stück bräuchten wir, glaube ich, wahrscheinlich noch. Ich bastle mir hier schnell mal noch eine Truhe. Es hat jetzt allerdings keine Bedeutung für das Projekt an sich, was wir hier machen. Sondern hat mehr oder weniger die Bewandtnis, mein Inventar mal ein bisschen zu leer zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, jetzt ist wirklich das große Problem. Jetzt kommt gleich wirklich das Ding, wo mein Kopf sagt, nee, ich kann noch nicht so weit denken und so weiter und so fort. Und ja, wie soll ich sagen? Also, ich erkläre erstmal kurz die Funktionsweise hier dieses Kernreaktors. Also wie ich mir das vorstelle erstmal. Ne, hier haben wir ein Filtersystem, welches diese near depleted Solarzellen rauspumpt. Ne? Das heißt, wenn die beziehungsweise nicht Solarzellen, sondern wenn die Nuklearzellen verbraucht sind, ne, werden die rausgepumpt. Gleichzeitig wird ein Wet Pipe Signal ausgegeben, was damit hier eigentlich im Grunde genommen nichts zu tun hat. Und dieses Wet Pipe Signal löst hier einen Energieimpuls aus. Ne? Das heißt, hier werden die, wie soll ich sagen, hier werden die Dinger hier direkt reingeleitet. Ne? So, das ist soweit erstmal in Ordnung. Ne? So, was man natürlich, wie gesagt, es gibt aber auf jeden Fall immer verschiedene Wege, wie man das halt machen kann. So, das Problem ist allerdings, was ich mir dann jetzt vorstelle, also wie gesagt, wir können jetzt hier definitiv, wenn wir jetzt hier unsere Nuklearzellen hineinlegen, haben wir eine permanente Produktion so gesehen. Das heißt, wir müssen keine Hausmeistertätigkeiten in Anführungsstrichen mehr machen und können hier die ganze Zeit weiter produzieren. Ne? Das funktioniert auf jeden Fall erstmal. Die andere Geschichte ist die, dass wir allerdings auch sagen wollen und wir ein Stück weit weggehen wollen, und das wird hier jetzt wirklich das Komplizierte von diesem Receiver. So, das heißt, wir wollen sagen, dass wir keinen 4-Sekunden-Intervall mehr haben, wo der Reaktor dann ausschaltet, sondern permanent Energie haben. So, und diese beiden Geschichten versuchen wir jetzt ein Stück weit zu verbinden, und genau da ist das große Problem. Das Problem ist, vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen auf jeden Fall, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und ich werde mal sehen, vielleicht bekomme ich es auch irgendwie so hin, muss ich mal schauen jetzt in den nächsten 1-2 Folgen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier sage, ne, das Zeug wird jetzt hier rausgepumpt, ne? So, das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Ne? So, das Zeug wird hier raus, ups. So, hier rausgepumpt überall, ne, so nach dem Motto, ne? So, und wird eigentlich auch direkt auf dem Wege hier wieder was hineingepumpt, ne? So, das heißt hier dieses Wet Pipe Signal geht an und es wird was gesendet. Ja, das ist ja soweit kein Problem halt eigentlich. Ne? So, aber dieses Austauschen der Advanced Heat Vents, das ist halt aktuell noch das große Problem. Ja, aber wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir das hin. Wenn nicht, werden wir das erstmal nur so lassen, dass wir wirklich eine dauerhafte, ja, eine Nachproduktion so gesehen halt erstmal haben. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Eins von beiden wird auf jeden Fall schwierig. Wie gesagt, ich versuche den Kernreaktor eigentlich im Grunde genommen komplett zu automatisieren, dass er wirklich komplett von alleine läuft halt, ne? Ohne großartige Unterbrechungen halt so gesehen. Ne? Und das ist halt eigentlich der große Anspruch halt, den ich halt aktuell habe auf jeden Fall. So, und dafür brauchen wir halt als erstes erstmal diese Advanced Heat Vents. Advanced Heat Vents. So, Heat Vent, Iron Bars. So, das heißt, wir brauchen ganz viele Iron Bars dafür scheinbar. Oh, hier was frei. Ja, hier ist ein bisschen was frei. Zack. Zack. Also 16 Stück bräuchte ich davon, von diesen Advanced Heat Vents. Produzieren jetzt einfach mal 6 Stacks oder sowas in die Richtung. Das muss dann eigentlich ausreichend sein. Zack. Na komm. Okay, so, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann brauche ich hier diese Heat Vents, ne? Das ist Refined Iron. So, ich gebe am besten nochmal das Rezept auf jeden Fall nochmal lieber ein hier. Ne? So.
Wenn ich mich da auch nicht vermache. Zack. Zack. Also wie gesagt, 16 Stück bräuchte ich halt davon, ne? Wobei ich gerade sehe. Warte mal, dann mache ich das anders hier. Zack. Warte mal. Wird, glaube ich, aber trotzdem nicht ausreichend sein, weil ich jetzt nicht alle genommen habe. Okay, dann muss ich hier auf der Seite, muss ich dann, warte mal, brauche ich, ups, das hier, das Rezept dafür. Also, so hier, so hier, so hier. Wie gesagt, circa 16 Stück brauche ich. Wir sind, glaube ich, gerade ein paar verloren gegangen, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier noch die Diamanten. Und, ja, die Diamanten werden auch noch nicht ganz reichen, aber... Woran liegt das? Achso, das liegt jetzt an den Advanced Heat Vents, dass das Rezept dann immer weggeht. Ah, toll, das löscht sich immer wieder raus, das ist nervig. So, zack, 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 zack. Vielleicht gibt es da auf jeden Fall dann gleich noch eine andere Möglichkeit, dass... etwas besser zu produzieren. Ja. Okay, zack. Muss ich mir halt auf jeden Fall nochmal Gedanken dazu machen. Wie gesagt, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich denke eigentlich schon da die ganze Zeit, seit der, ja, letzten Aufnahmesession so gesehen drüber nach, wie ich das, ja, mit dem Kernreaktor am besten noch lösen kann. So, schauen wir mal. Das müsste, vielleicht könnte reichen. Bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher. Zack, 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 zack und zack und zack. Okay, ah, hier noch. Okay, das sollte grundsätzlich erstmal ausreichend sein. So, dann haben wir jetzt davon auf jeden Fall 6 Slots, 6 Plätze. Das ist in Ordnung auf jeden Fall, denke ich. So. Haben wir noch ganz viele Iron Bars wieder mal. Oh, davon haben wir sogar mehrere noch. Ich glaube, von der letzten Produktion ist davon auch noch ein bisschen was übergeblieben. Sieht man ja. Zack. Okay. Gut. Ja, was wollte ich noch? Ich wollte auf jeden Fall jetzt nochmal sehen, dass ich halt auf jeden Fall halt dieses, ja, wie soll ich sagen, das mit dem Rauspumpen auf jeden Fall nochmal hinbekomme. Das heißt, ich brauche nochmal einen Reactor Chamber halt auf jeden Fall erstmal. Dafür brauche ich dieses Dingens und dafür brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Kupfer. 32 sollten eigentlich ausreichend sein. Okay, 4 Stück, ja gut, das reicht halt aus, ne? Für den Zweck auf jeden Fall in Ordnung. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Reactor Chamber, ne? So. Ah ne, den kann ich gar nicht platzieren. Ah, lol. Nuklear. Das heißt, ich bräuchte einen Nuklearreaktor, glaube ich, ne? So, das heißt, ich brauche hier 3 Reactor Chamber, Advanced Circuit, okay. Das heißt, das brauche ich 3-mal. Das heißt, ich brauche doch noch mal ein bisschen mehr Kupfer, als ich dachte. Aber das ist ja kein Problem hier. Okay. So, dann brauche ich hier das Electronic Circuit. Da haben wir das sogar noch hier. Das Advanced Circuit lege ich mir mal wieder rein. Ich kann mir das nie merken. Zack, zack. Redstone hier an die obere Stelle. Ups. Und dann haben wir hier das Advanced Circuit erstmal. Zack, 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 zack. Okay, was haben wir dann noch? Generator. Ja gut. Generator. Haben wir da noch irgendwo einen Generator hier rumliegen? Weil ich könnte mir vielleicht von hinten vielleicht einen Generator nehmen. Muss ich mal schauen. Haben wir davon noch ein paar Generatoren haben wir da irgendwie gar keine gerade davon. Könnten ein paar RE-Batterien könnten wir gebrauchen. Warte mal, ich guck mal, ob ich ein paar RE-Batterien habe. Dann kann ich mir da mal einfach schnell mal einen rausnehmen. Ich glaube, ich hatte noch ein paar RE-Batterien hier oben. Müssen die sein? Ja. Die gehörten sowieso dort hinten hin.
Gut, da haben wir meinen Generator. Und dann brauchte ich auf jeden Fall, ach stimmt, genau, ich brauchte die Reactor Chambers, ne? Das heißt, die einmal so. Und dann brauche ich hier diese Kupferplatten, da brauche ich noch ein paar davon, glaube ich. Noch nicht ganz ausreichend sein. Ja, wobei doch, reicht aus. Einen noch. So, Generator, Reactor Chamber und Advanced Circuit. So, da haben wir unseren Nuklearreaktor hier drin. So, dann brauche ich... Achso, was habe ich denn jetzt hier rausgelegt gehabt? Stimmt, ich hatte jetzt hier das hier rausgelegt, ne? Das heißt, ich bräuchte hier wieder eine Emerald Pipe, ne? Die ich dann auf jeden Fall gleich einstellen werden muss. Und ich brauche... Wie gesagt, wir probieren das jetzt ein bisschen aus. Vielleicht funktioniert es ja. Ansonsten habt vielleicht auch ihr eine Möglichkeit und eine Lösung für das Problem. Ich weiß es nicht. So, hier müssen wir dann auf jeden Fall gleich was einstellen. Jetzt komme ich ja nicht mehr durch, ne? Das ist natürlich auch gut gemacht von mir. Aber ich kann das auch anders gar nicht machen. Scheiße. Ich komme hier nicht mehr durch. Mist. Ich brauche auf jeden Fall hier hinten einen freien Platz. Warte mal. Den muss ich mir auch nochmal organisieren. Das heißt, ich bräuchte eigentlich oben dann auch nochmal eine Tür eigentlich dafür. Wo habe ich jetzt den Zauberstab? Scheinbar doch noch unten. Also hier auf jeden Fall nicht. Schade. Wo ist er denn, der Zauberstab, ey? Hier mit drin? Nee. Hä? Hab ich jetzt den Zauberstab schon wieder? Oh Mann. Hier mit drin? Irgendwie nicht. Hier mit drin? Irgendwie nicht. Hä? Na toll. Ah, hier war einer, glaube ich. Vent of Adept habe ich hier. Okay. Gut. Machen wir hier mal noch eine zweite Tür auf jeden Fall rein. Wie gesagt, wir werden da auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen dran rumwerkeln. An dem ganzen Gerätschaft hier. Okay, so. Dann müssen wir den Boden eigentlich auch nochmal ausheben, oder? Ja, der Boden müsste auch noch ausgehoben werden. Naja. Okay, das heißt, wir brauchen hier den Basalt. Brauchen wir hier erstmal an der Stelle. Na, zack, 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 zack. So, dann bräuchte ich hier noch den Rest Marble. Und dann passt das auf jeden Fall auch schon mal. So, wo ist Marble noch? Hier ist Marble Brick. Haben wir noch irgendwo Marble? Ja, hier ist Marble, okay. Ja, brauchen wir halt auf jeden Fall noch eine Tür, ne? Von oben. Das heißt, schnell nochmal hier hoch. Ui. Da sind wir. Und dann nehmen wir uns unser schlaues Buch mal wieder her. Und schauen einfach mal nach der Tür hier. Und die Tür, da bräuchte man Greatwood Lock und Foamioming. Oh, Foamioming geht.
Wir haben keinen Wassereimer mehr, oder? Kann das sein? Sind die hier drinnen? Ja, sind hier drinnen. Okay. Also, mal wieder, wie immer, ne? Ups. Wie immer wieder Wasser reinfüllen und dann bräuchte man eigentlich wieder die Shards, ne? Die Shards sind, glaube ich, auch noch unten. Ich glaube, ich hatte Silber genommen gehabt, ne? Hier diese Shards hatte ich genommen. Die Wiss-Shards, warte mal, da habe ich bestimmt hinten auch bei meiner Query, habe ich dann auf jeden Fall noch ein paar Wiss-Shards. Die hatte ich mir alle aufgehoben, die Wiss-Shards. Da sind sie. Und dann was brauche ich noch? Achso, ja, warte mal, ich muss hier nochmal gucken. Sieht das hier eigentlich aus mit den Kisten? Hier ist Kohle noch relativ viel da. Ah, es wird langsam immer mehr hier. Ja, Diamanten haben wir auch noch ein paar, ne? Bisschen was geht hier auch noch verloren, ja. Hier, die erste Kiste ist sogar voll schon. Ganz schön viel Obsidian hier sogar. Oh, ganz viel Amber hier sogar zusammengesammelt in der letzten Zeit. Ja, aber sogar Holz. Oh, hier ist sogar eine Iron Pickaxe mit dabei. Ah, lol. Eine Wispy Essence. Konnte man die nicht irgendwie so platzieren einfach so? Das ging doch so, glaube ich, ne? Nee, doch nicht. Okay, schade. Oh, Brot haben wir auch. Knowledge Fragment hätten wir auch noch hier. Kann man das irgendwie platzieren? Nee, das konnten wir auch nicht platzieren. Wooden Tie. Was war das gewesen? Nix. Nix, was war der Appetit? Damit haben wir, glaube ich, bisher auch noch gar nichts gemacht, ne? Der Appetit-Erz. Hier haben wir auf jeden Fall Great Woodlock. Einmal. Haben wir hier oben nochmal Great Woodlock? Jo. Da haben wir doch zumindest unsere Great Woodlock. Haben wir damit zumindest schon mal. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Silber oder sowas in die Richtung. Ja, hier komm. Nehmen wir Silber hier. Silber, zack. Okay. Und ich würde sagen, das Craften machen wir dann einfach mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich hier fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Ciao.